Herr Dr. Bodo Brockhaus, schön, dass Sie da sind, zu dem sehr wichtigen Thema Nationalsozialismus und Affektpolitik, beziehungsweise einfach mal übersetzt, wie ticken denn Leute, die früher in unserer glorreichen Vergangenheit die Nazis gewählt haben, wie ticken Leute heute, die sich nach rechts wenden, mehr oder weniger extrem? Was geht in Ihnen vor, wie denken Sie, wie fühlen Sie? In welchen Lebenszusammenhängen leben Sie? Ich bin sehr gespannt. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ja ein älteres Semester und habe deshalb hier auf Papier, was, glaube ich, andere Menschen heutzutage mit PowerPoint machen. Vielen Dank. Also es ist einfach so eine Art Gliederung, die Sie mitlesen können. Es sind zwei Seiten und die sind sortiert. Also wenn Sie sich jeweils zwei Seiten nehmen würden. Ich finde das Thema sowieso ziemlich überwältigend. Wie Sie alle, vermutlich auch, bin ich in den letzten Wochen in dem Trump-Tsunami untergegangen. Völlig untergegangen. Der ist bei mir abgeprallt. Und naja, und habe also Junkie-mäßig, ich weiß nicht, wie viel Mal am Tag die letzten Entsetzlichkeiten mir angeschaut. Und das wirkt sich auch auf unser Thema aus. Sie sagten Nationalsozialismus. Die Höcke-Rede ist zum Beispiel verglichen worden mit der Sportpalast-Rede von Goebbels. Und explizit soll es jetzt hier in dem Workshop eben nicht um die Zeit des Nationalsozialismus gehen, denn ich denke, die Dynamiken des Machterhalts und wie man da die Leute hinter sich bringt, sind eben wirklich sehr andere als die Dynamiken davor, wenn es darum geht, für eine rechtspopulistische Bewegung an die Macht zu kommen. Ich finde das ziemlich wichtig, dass diese Unterscheidung man machen muss. Ja, ich finde das eine schwierige Sache, überhaupt so eine Analyse der Motive der NS-Bewegungsangehörigen oder Zustimmer und der AfD-Zustimme heute. Und das hängt irgendwie auch ein bisschen mit Trump zusammen. Adorno hat über die Emigranten, die in Kalifornien saßen und eben hatten vor Hitler fliehen müssen und die sich nächtelang über Hitlers Pathologie unterhalten haben, hat er doch sehr kritisch gesagt. Also wenn man da so als Geflohene, dessen eigene Machtlosigkeit sich ja darin zeigt, diese Diagnose vornimmt, dann ist das so ein Versuch, doch noch eine Überlegenheit zu gewinnen. Man ist der Doktor, der Hitler eben die Diagnose aufdrückt. Und ich finde, angesichts des Mächtigen dieser populistischen Bewegungen und angesichts natürlich ihres Siegs in den USA und anderswo, Brexit, das so ein bisschen sowas so wie Pfeifen im Wald. Also, dass man jetzt eben sagt, okay, aber ich weiß jetzt, was mit euch los ist, ich diagnostiziere euch jetzt. Deshalb möchte ich versuchen, diesen Gestus eben möglichst zu vermeiden. Wir müssen uns ja auch damit auseinandersetzen, dass die Nationalpopulisten Verachtung und triumphale Schadenfreude gegenüber den Intellektuellen an den Tag legen. Also hieß es gestern in der SZ in einem Interview mit einem Amerikanisten, da fragt Andreas Zielke die Experten oder Intellektuellen, die sind jetzt völlig erledigt, oder? Und der Amerikanist, der sich eben da sehr gut auskennt, sagt, ja, sie sind erledigt. Das ist
denke ich, und wenn Sie AfD und so weiter hören, der Anti-Intellektualismus ist natürlich überall die Kritik an den Eliten, die Verachtung gegenüber Fachleuten, gegenüber intellektueller Analyse ist natürlich überall verbreitet. Und ich denke, für mich, und ich habe viele Äußerungen gelesen, die durchaus in dieses Gefühl geteilt haben, vor allem von amerikanischen Intellektuellen, dass man ganz plötzlich gemerkt hat, dass wie sehr man am Rande steht in dieser Gesellschaft und dass man vorher vielleicht doch gedacht hat, man ist Teil des bestimmenden Diskurses in unserer Gesellschaft. Da kommt es aber auf die Intellektuellen an. Ich glaube, Noam Chomsky hätte das anders gesehen. Ich habe ein Gefühl formuliert, und das ist vielleicht überhaupt auch für das, was ich im Folgenden sage, wichtig. Man kann ja nicht sagen, die Verachtung der Intellektuellen, Sie haben vorhin schon gesagt, Sie lassen das alles an sich abperlen. Und es gibt eben Menschen, wie mich zum Beispiel, die das nicht tun. Dagegen kann man, glaube ich, nicht argumentieren, sondern das ist ja etwas ja, sehr Subjektives. Also mir scheint, das ist mein dritter Punkt, als wollte man mit einer Analyse, mit einer Motivanalyse, die Gefahr mit Worten bannen. Ich habe mir einen Verdacht mit dem, was ich im Folgenden sagen möchte, die Entwicklung dieser populistischen Erfolge wegerklären zu wollen. Das hat schon Goethe bemerkt. Zitat, dass die Theoretikerzunft die Phänomene gern los sein möchte und an ihre Stelle deswegen Begriffe, ja oft nur Worte, einschiebt. Und dann des Weiteren finde ich es auch schwierig, vor Ihnen zu sprechen, denn ich weiß nicht viel über Attac, aber ich weiß, dass Sie Globalisierungskritik-Experten sind. Und da bin ich nun das gerade Gegenteil davon, also bin ich ein bisschen ängstlich. Was ist das Gegenteil davon? Das Gegenteil davon ist, dass ich eine Laien bin, die über Zeitungslektüre hinaus nichts... ich habe das jetzt gerade, als das mit Trump losging, so deutlich gemerkt, dass es Fachwissen brauchen würde, politologisches und volkswirtschaftliches Fachwissen, um Dinge beurteilen zu können. Und das habe ich wirklich einfach sehr schmerzlich erlebt, sodass ich da mich schon bescheiden muss damit, dass ich über das rede, was, wovon ich mehr verstehe. Und das ist, wie gesellschaftliche Situationen mit Gefühlen zusammenhängen. Und ich werde deshalb auch relativ wenig sagen über die ja ganz breite Diskussion, zu welchen sozialen Schichten, welche sich besonders zur AfD hingezogen fühlen, ob es wirklich so ist, dass das Prekariat da einen größeren Anteil dran trägt und so weiter. Das ist einfach auch nicht Teil meiner Expertise. Wo ich ja herkomme, ist, ich beschäftige mich seit wirklich sehr vielen Jahren mit dem Nationalsozialismus, seinem Aufstieg, der 12 Jahre an der Macht und der Erinnerung an den Nationalsozialismus. Ich lasse mal Ihr Buch umgehen, schaue auf Idylle, was ich jetzt wieder große Aufklärungsfreude der gelesen habe. Ich lasse es einfach mal rumgehen. Ne? Und da ist dann sicher auch nochmal meine Generationszugehörigkeit von Interesse. Wir als Therapeuten überlegen uns immer, von wo aus, von welchem Standpunkt aus gehe ich eigentlich an ein Thema heran. Und ich bin an dieses Thema Nationalsozialismus herangekommen, darüber, dass ich entdeckt habe, wie viel in meiner Kindheit und Jugend geprägt war von NS-Ideologie
und auch materialen Elementen. Ich hatte NS-Bücher gelesen, das waren meine Lieblingsbücher, habe ich nicht gewusst, dass der Roman ein NS-Buch war. Ich habe gelebt in Möbeln, die während der NS-Zeit angeschafft wurden und ein bestimmtes Statement ausgedrückt haben. Ich habe mit den Vorurteilen gegen die Kommunisten, Zigeuner, dem Schweigen über den Holocaust und so weiter. Damit bin ich aufgewachsen und dann habe ich eben auch entdecken müssen, dass meine Lehrer, meine psychoanalytischen Lehrer, eben auch in dieser Zeit ausgebildet waren. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es nicht nur ganz real meine Mitläufereltern waren, sondern dass vieles von dem, was in der NS-Zeit bestimmend war, an Denken und Fühlen, Eingang auch in meine eigene Sozialisation gefunden hat. Und das ist für mich ein ganz starkes Motiv, mich damit auseinanderzusetzen. Das Zweite ist, dass diese starke Beschäftigung damit zu einer großen Besorgnis führt. Das werden Sie sehen in dem, was ich da ausführen möchte. Ich, im Unterschied zu vielen, bin ich eben äußerst besorgt über die politische Entwicklung, auch in Deutschland. Und das hängt mit dieser intensiven Beschäftigung mit der NS-Zeit und dem Aufstieg zusammen. Zum Beispiel damit, dass die NSDAP bis 1928 eine Splitterpartei war, die weniger als 3% der Wählerstimmen auf sich vereinigen konnte. Und dass die sogenannte Erdrutschwahl 1930 18% für die Nationalsozialisten ergeben hat, wo man dann heutzutage bei AfD-Resultaten denkt. Also das haben die Erdrutschwahl genannt. Da haben sie gedacht, jetzt bricht die Welt zusammen. Also das sind einfach Dinge. Und ich sehe es auch bei anderen NS-Forschern, zum Beispiel dem Historiker Frei, Andreas Wirsching hier in München, Zeithistoriker, die sich mit der NS-Zeit beschäftigen. Da sehe ich ganz deutlich, dass die Historikerzunft auch sehr stark diese Besorgnis teilt. Weil nämlich der Aufstieg der NS-Bewegung natürlich viele vorhersehbare Momente gehabt hat, aber letztlich doch sich mit einer großen Plötzlichkeit vollzogen hat. Ja, also zu diesem, das ist mein erster Punkt, Vergleich Aufstieg der NS-Bewegung heute. Das haben Sie vielleicht in der Zeitung schon öfter gelesen, dass gesagt wird, das ist wirklich hysterisch, das ist alarmistisch. Man kann auch die AfD wahrhaftig nicht mit den Nazis vergleichen. Das ist wirklich eine Herabwürdigung der NS-Zeit, eine Verharmlosung der NS-Verbrechen. Und ich denke aber, das geht davon aus, dass man den Nationalsozialismus von seinem Ende her betrachtet. 60 Millionen Tote, Vernichtungskrieg, Holocaust. Und dass man wie die NS-Bewegung aber angefangen hat, als eine sehr viel offenere, widersprüchliche, von sehr vielen, vor allem jungen Menschen, Bürgern, überhaupt nicht als gefährlich eingestufte Protestbewegung, dass man das einfach nicht so im Blick hat. Also dass man den Nazi-Vergleich, wenn man den bringt, dann denkt man eben an den Vernichtungsantisemitismus. Und deshalb ist mir das sehr wichtig, dass wir auf diese Frühzeit der Bewegung gucken, in der natürlich die NSDAP eine wirklich unbedeutende, oft lächerlich gemachte Splitterpartei gewesen ist.
Ich denke, dass es aber einfach auch Parallelen gibt, gesellschaftliche Parallelen zur Weimarer Zeit. Denn die Weimarer Zeit ist wie die Gegenwart von gesellschaftlichen und normativen Umwälzungen geprägt, dem Zwang zur Bearbeitung eines Systemwechsels, ökonomischer Krise, prekären Beschäftigungsverhältnissen, Erosion von Struktur, lebensweltlichem Halt und Verankerung in traditionellen Deutungsschemata. Wenn man das liest, dann ist das Berichte liest über die Weimarer Zeit, zum Beispiel die Inflation, was das für Folgen in den Familien hat, für die patriarchale Autorität etwa, für die Erosion von Werten wie Sparsamkeit und so weiter. Das sind eben nicht nur kleine Veränderungen oder eben nicht nur ein Leiden unter materieller Not, sondern eine totale Umwälzung von Wertesystemen. Ich denke, was auch ähnlich ist, das ist eben das Scheitern der Erklärungsversuche. Also man hat immer versucht, bis heute findet man das noch sehr oft, den Aufstieg des Nationalsozialismus mit der ökonomischen Krise zu erklären. Weltwirtschaftskrise 1929, 1930 ist dann eben die sogenannte Erdrutschwahl, also zeitlich hat es diese Verbindung. Ich denke aber, dass man gegenüber dem Erfolg der Nazis und gegenüber den Erfolgen des Rechtspopulismus an die Grenzen von ökonomischen oder ökonomistischen Erklärungen stößt. Das war auch das, was die damaligen kommunistischen Intellektuellen so umgetrieben hat, also Ernst Bloch oder Wilhelm Reich. Warum reagierten die Menschen nicht mehr mit einer vernünftigen Wahrnehmung ihrer Klasseninteressen und wandten sich gegen den Kapitalismus, der die Krisen verursacht hatte? Das war die Frage, die Menschen damit umgetrieben hat. Und die Frage ist ja heute dieselbe geblieben. Warum wählen gerade die von den ökonomischen Verwerfungen besonders Betroffenen die AfD, wie man in Mecklenburg zum Beispiel sehen konnte? Nach den Siegen der Populisten wurde die ökonomische Lage und die sozialen Folgen diskutiert. Prekariat, Armut, abgehängt sein, ausgeschlossen sein, aber auch Abstiegsängste der Mittelschichten. Und in diesen Formulierungen, Ängste, sehen Sie schon, dass es nicht unmittelbar die ökonomische Lage ist, sondern mindestens die ökonomische Lage subjektiv verarbeitet wird. Es zeigte sich dann aber auch, speziell habe ich das beobachtet, in Interviews in Mecklenburg-Vorpommern nach der Wahl, dass sich die AfD-Wähler überhaupt in ihrer Mehrheit gar nicht eine Verbesserung ihrer ökonomischen Situation durch die AfD-Wahl erhofft haben. Das ist das, was man ja auch in Amerika immer wieder sagt, man, wieso wählen die Trump, wenn seine Wirtschaftspolitik ihre ökonomische Lage tendenziell eher verschlechtern wird. Die AfD, wenn man das Wahlprogramm der AfD liest, da werden ja eher noch so Unternehmerinteressen und wirtschaftsliberale Positionen vertreten. Da sieht man auch nicht, wie das einer Mecklenburg-Vorpommerischen Arbeitslosen helfen soll. Und man kann sehen, dass viele von diesen Menschen eine zynische Position einnehmen. Eine zynische Position, die ihren totalen Vertrauensverlust und ihre Entfremdung gegenüber dem politischen System anzeigt. Wichtiger als realpolitische und ökonomische Hilfe ist ihnen, sich zu artikulieren mit ihrer Wut, sich zu rächen an der Elite, dafür übersehen, gedemütigt und vergessen worden zu sein. Also irgendwie ist das so nach dem Motto, macht kaputt, was euch kaputt macht. Das Überwiegen dieser negativen, destruktiven Affekte, das hat auch die NS-Bewegung geprägt. Natürlich war das Versprechen auf die deutsche Wiederaufstehung zentral. Aber für die Mobilisierungsphase überwiegt die Anti-Haltung. Die Legitimation von Kampfgewalt und Hass,
die weit mehr als den Feinden im Außen den Systemvertretern gilt. Das ist mir auch noch ein absolut wichtiger Punkt. Wenn Sie Reden von Höcke, von Frauke Petri und so weiter lesen, man redet immer davon, dass der Hass auf die Muslime das prägende Moment ist. Aber viel größer und heißer, intensiver ist der Hass auf die Systemvertreter hier. Wenn Sie lesen, was da eben an Mordwünschen, an Fantasien über Sadismen gegenüber Merkel und Claudia Roth, die eine absolute Hassfigur ist, oder Heiko Maas, der Justizminister, das wird so richtig ausgemalt und ausgekostet, solche Fantasien, was man mit denen alles machen könnte. In Bezug auf den Ökonomismus, in der rechtsextremen Teilen der AfD wird überhaupt der Materialismus als Motiv verdammt. Die Reduktion auf die wirtschaftliche Frage hat Höcke in seiner Rede zum Beispiel gegen die Vision der nationalen Auferstehung gesetzt. Er sagt, Roman Herzog hat eine Rede gehalten, die berühmte Ruckrede, aber die hat sich ja nur auf Wirtschaft bezogen. Wir hingegen finden Wirtschaft nicht wichtig. Uns prägt die Vision eben der nationalen Wiederauferstehung. Und in der NS-Zeit ist es ein ganz wichtiges Motiv gewesen im Kampf gegen die etablierten Parteien, gegen Sozialdemokratie und KPD. Und deren als egoistisch und borniert gedeutete Reduktion von Politik auf ökonomische Interessen, also sagt Joachim Trist, zu ihren verächtlichsten Vorwürfen an die Adresse des Systems gehörte, dass es die Nation an das kleine Glück gewöhne, an Konsum und kleinbürgerliches Sicherheitsdenken. Ich wollte fragen, können Sie etwas deutlicher sagen, was die Vision der nationalen Auferstehung, was man darunter versteht, oder haben Sie Bilder, oder? Also das war die nationale Wiederauferstehung, auch in diesem quasi religiösen Begriff. Es gibt ganz viele Anleihen an die Sprache der Religion, und dieser sakrale, also an die Wiederauferstehung, die christliche Wiederauferstehung, wo man dann in den Himmel fährt. Und das passt überhaupt nicht zu einem Ausmalen von konkreten, gar realpolitischen Vorstellungen. Also haben die das Gefühl? Sondern das ist die Vorstellung von nationaler Stärke. Und Schönheit und Reinheit? Sicher am allerersten, es geht ja eben doch bis hin auch zu Vorstellungen von Welt, von Welteroberung. Hitler schreibt in Mein Kampf schon auf der ersten Seite von dem Krieg, den es zu führen gilt, um Deutschland wieder stark zu machen. Und da ist natürlich eine militärische Stärke und Welteroberungs-, Osteroberung, Ostexpansionspläne mit verbunden. Aber das ist immer in den Kontrast gesetzt, die Schande von Versailles. Sie müssen sich das vorstellen. Es gibt eben den Spruch, Nationalsozialismus ist das Gegenteil von dem, was er ist. Das hat Gregor Strasser gesagt, ein Obernazi. Nationalsozialismus ist das Gegenteil von dem, was ist. Also was jetzt die Gegenwart, von der, die Schande, das Niedergerissensein, die Demütigung, all davon soll eben das Gegenteil erreicht. Und heute? Was ist heute die Stärke? Ich denke, was erwarten die? Heute ist es doch ganz genauso bei der AfD, das wollte ich später noch sagen. Die Vorstellungen nationaler Stärke, der Wiedergewinnung der deutschen Kultur, der Wiedergewinnung der Stärke der deutschen Wirtschaft und so, all das wird ja immer kontrastiert. Das haben wir doch heute. Das doch.
Ich wollte die Verbindung zu heute. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass Sie sehen, es wird ein Katastrophenszenario gemalt. Deutschland ist ja am Ende. Es ist alles schrecklich. Björn Höcke sagt in seiner Rede, gehen Sie durch eine deutsche Großstadt. Das ist der Untergang. Das ist die Katastrophe. Also wirtschaftliche Macht oder so etwas. Das hatten wir mal. Dahin müssen wir zurückfinden. Wir müssen zu allem zurückfinden. Deutschland ist jetzt bereits ist einfach total am Ende. Und das war die Diagnose der Nazis damals auch, natürlich mit sehr viel mehr Bestätigungsmöglichkeiten in der Realität. Also die AfD sieht nichts Positives in der deutschen Gegenwart. Und das muss man, die ist kaputt gemacht worden von den unfähigen Politikern, von den verräterischen Politikern. Und die muss man wiedergewinnen in einer Zukunft, wenn die AfD oder damals die NSDAP am Ruder ist. Was auch ähnlich ist, das ist wie damals das Auftauchen der NS-Bewegung, die man Hitler-Bewegung nannte, kommentiert wurde in der Öffentlichkeit und von den linken Intellektuellen. Das möchte ich Ihnen einfach ein bisschen vorlesen, weil ich es so wichtig finde. Ernst Bloch hat 1924, als die Nazi-Bewegung schon etwas gestärkt ist, geschrieben über die Nazi-Anhänger. Erst ging man kalt daran vorüber, zuckte die Achseln über das hämische Pack, das vorkroch, fand ich auch noch mal irre, dass er genau diesen selben Ausdruck benutzt. Dann bemerkt man, dass viele frühere Revolutionsanhänger auch zu den Nazis übergelaufen sind. Bloch redet von dem treulosen Pöbel, primitiv, suggestibel, gefährlich, unberechenbar. Und dann werden es noch mehr, dann spricht er von den, und zwar geht es auch in die höheren Schichten rein, von den verelendeten Kleinbürgern, das haltlose Lumpenproletariat, nur Lumpenpack, die rachsüchtige, kreuzigende Kreatur aller Zeiten. Also unglaubliche, mit Ekel und Witz hätte man auf die immer größer werdende NS-Bewegung reagiert. 24 sagt Bloch dann, das reicht nicht mehr, man kann nicht die Augen verschließen. Die Attraktion der Nazi-Bewegung für die Jugend, für die Studenten, für die Weltkriegsteilnehmer übersehen. Was finden Sie attraktiv an den Nazis? Was befeuert Ihre Kraft, Ihren Enthusiasmus, den man einfach registrieren muss? Das ist nicht nur elendes Pack, sondern das sind ganz viele enthusiastische, begeisterte Jugendliche. Ihre Ekstase, sagt Bloch. Und er schreibt dann, 17-Jährige brennen Hitler entgegen, wir Studenten von ehemals, öde, im Glück der Bügelfalte schwellend, sind nicht mehr zu erkennen, es hämmert ihr Herz. Also diese idealistische Geste, wir sind nicht hier die kleinlichen Materialisten, sondern wir sind die Visionäre, die für Deutschlands zukünftige Größe kämpfen, das muss man ernst nehmen. Wenn Sie die Höcke-Rede anschauen, dann sehen Sie dieses Feuer in den Augen dieser Anhänger. Das sind besoffene, fette, womöglich faule, was weiß ich, Menschen. Aber ihr Selbstverständnis ist eines von jugendlichen Idealisten, die brennen für die deutsche Größe. Und im Übrigen gibt es auch wirklich viele darunter, wie damals bei den Nazis auch, die ihr gesamtes Leben für die Sache opfern und subjektiv eben deshalb dieses Gefühl haben, wir werden hier als Dumpfbacken und Pack und so weiter bezeichnet, wir sind aber in Wirklichkeit die heroischen, opferbereiten Kämpfer für die große Sache. Ja. Inflation. Wie bitte? Das ist so eine Inflation sozusagen, mit der man sich selber vergrößert und über den... Ja, ich war zum Beispiel selber hier auf einer Pegida-Demonstration, im Übrigen eine sehr interessante Erfahrung.
weil dieses Opfer-Selbstgefühl, also es war eine Demonstration hier auf dem Marienplatz, wo ich mit 150 anderen Pegida-Leuten stand, 1000 Antifa-Leute außenrum, die Eier geworfen haben. Und ich habe es durchaus gespürt, also dieses, wie man sich da fühlt, nicht, dass man dann so ein, also erstens, dass man eine unglaubliche Verachtung fühlen kann für die Eierwerfer, die nichts haben, keine Eier als Argument, sondern nur reale Eier, hat dann die eine Frau gesagt. Und einer der Redner ist dann niedergekniet und hat gesagt, ihr seid Helden, ihr seid meine Helden. Vor niemandem bin ich jemals in meinem Leben niedergekniet. Aber vor euch knie ich jetzt nieder, weil ihr wagt es eben gegen den Terror der Lügenpresse, der Political Correctness und so weiter aufzutreten. Das hat auch der Gerd Wilders in Dresden gesagt, zu den Pegida-Anhängern, ihr seid Helden. Ich möchte jetzt noch mal was zu dem Titel sagen. Ich habe es ja genannt Affektpolitik. Eine deutliche, oberflächliche Gemeinsamkeit zur Aufstiegszeit des Nationalsozialismus ist, große Teile der Anhängerschaft werden nicht über das politische Programm gewonnen, sondern eben über diese machtvolle, aggressive Geste des Neins gegenüber dem System. Nach Erscheinen des AfD-Programms, erst recht nach der Höcke-Rede, haben viele gesagt, wer diese Inhalte zur Kenntnis nimmt, kann die Partei nicht mehr wählen. Da kommt es ja ganz klar raus an das braune Zeug an allen Stellen. Oder das Parteiprogramm ist einfach extremst dürftig. Lesen Sie das mal. Wir haben keine Vorschläge zu machen, wirtschaftspolitische, sozialpolitische, erst recht nicht. Wer hat es gesagt, dass die Partei da nicht mehr wählbar ist? Höcke selbst? Nein, ich habe es einfach in ganz vielen, also zum Beispiel Sascha Lobo hat das gesagt, schaut euch die Höcke-Rede an, dann wisst ihr, dass ihr diese Partei nicht mehr wählen könnt. Aber die Untersuchungen an den AfD-Wählern zeigen das Desinteresse für Inhalte. Wieder diese Mecklenburg-Vorpommersche Interview-Serie, die ich gesehen habe. Obwohl ihre soziale Situation desolat ist, geben sie einer Partei ihre Stimme, die soziale Probleme kaum thematisiert, gesellschaftspolitische Familienmodelle favorisiert, in denen die Befragten Alleinerziehenden ganz gewiss sich nicht wiederfinden können. In den Interviews haben viele AfD-Wähler gesagt, das Programm interessiert mich nicht, habe ich nicht gelesen, werde ich auch nicht. Mir geht es darum, dass die Herrschenden einen Tritt kriegen. Ich will meiner Wut, meiner Empörung, meinem Hass Ausdruck geben. Es reicht jetzt. Jetzt werde ich AfD. Für diese Wähler, häufig eben aus sozialen Brennpunkten, war der ideologische Rechtsruck der AfD, die unter der Gürtellinie geführten Machtkämpfe, die Einleitung von Gerichtsverfahren gegen Parteiangehörige, der Antisemitismus, all das war einfach nicht etwa, dass sie gesagt hätten, ich bin damit nicht einverstanden, wähle aber trotzdem AfD. Es war ihnen einfach gleichgültig. Ihr Vertrauensverlust in den Staat ist so eminent, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung, eine Diskussion ihrer berechtigten Sorgen, wenn Sie sich erinnern, das war immer der Ausdruck gegenüber Pegida, wir haben doch berechtigte Sorgen und wollen mit diesen Sorgen gehört werden. Aber es ist so, dass sie entgegen ihren eigenen Behauptungen eigentlich sehr wenig interessiert haben. Das hat sich gezeigt, in Dresden sind viele Gesprächsforen für Pegida-Leute angeboten worden. Und das Resümee eines dieser Veranstalter ist, er sagt, es wurden zwar Motive und Beschwernisse hörbar und sichtbar, dabei aber auch fast durchgängig unüberwindliche Ressentiments und eine nur mühsam unterdrückte Wut. Die Kritik an der Bürgerferne von Politik, an bürokratischen Eigenlogiken, an der Rede von Sachzwang und Alternativlosigkeit, am Schönreden von Missständen oder Scheitern sozialpolitischer Maßnahmen.
all diese Kritikpunkte könnten und müssten ja gehört und diskutiert werden. Aber diese wirklich berechtigten Sorgen treten eben ganz zurück hinter dem mächtigen Wunsch, mit dem eigenen Ressentiments und der Wut endlich gehört und erhört zu werden. Es geht nicht um politische Positionen, sondern eben um den Protest gegen das System. Dazu sagt ein Politologe, nein, das ist ein Soziologe, Hans Gude, die populistische Politik zentriert sich um einen Protestbegriff des Volkes. Sie ist durch ein Nein gegenüber den überkommenen Formen politischer Interessenartikulation charakterisiert. Das heißt, pauschale Verurteilung des Gegners, Dauerprovokation und hoher Affektpegel, in dem Argumentieren unmöglich ist. Das Wichtige, das soll es auch sein. Ließe man sich auf eine gemeinsame Ebene von Austausch von Argumenten und Gegenargumenten ein, würde die eigene Fundamentalopposition gegen die Etablierten unglaubwürdig. Man setzte sich der Gefahr von Relativierung aus. Das hat etwas gedauert, bis ich das verstanden habe. Es steht im Strategiepapier der AfD drin, die Dauerprovokation als ihr hauptpolitisches Vorgehen, geplantes Vorgehen. Und dass sie sich nicht einlassen wollen auf sozialpolitische und wirtschaftspolitische Themen. Das wäre der nächste Schritt eigentlich. Erstmal die Empörung, der erste Schritt, und dann der nächste Schritt wäre das Einlassen auf solche Themen. Nein, ich glaube, im Strategiepapier steht in schöner Offenheit, wo wir uns weder gut auskennen noch uns einig sind. Also Sie wissen ja, dass die wirtschaftspolitischen Debatten, das ist auch der Punkt, den ich gerne mit Ihnen diskutieren würde, der wird ja wohl nebenan gerade diskutiert, dass sie eben konträre, absolut konträre wirtschaftspolitische Positionen vertreten in der AfD. Und auch die Sozialpolitik und Familienpolitik sind sie sich über gar nichts einig. So dass sie eben sagen, wir setzen alles auf die Identitätsfragen, auf Flüchtlingspolitik und die Überschwemmung. Dieses Monothematische ist auch etwas, was Hitler in seinen Propagandavorschlägen immer vorgeschlagen hat. Konzentration auf einen Feind, auf ein Thema. Zu weisen, dass die Jahre, wo die NPD in irgendwelchen Kommunal- oder Länderparlamenten gesessen ist, sie nie aufgefallen ist durch das Stellen von Anträgen, Informationsfragen oder Beiträgen, kritische Beiträge. Sie tun einfach gar nichts. Sie sind froh, wenn sie wieder auf der Straße sind und ihre Parolen schimpfen können, aber sie sind an Detailarbeit, an Detailinformationen überhaupt nicht interessiert. Deswegen sind sie im Gering auch bald wieder rausgefallen. Das möchte ich eben mal. Also ich finde, dass das Ihnen relativ, also ich meine den AfD-Lern, die das ja jetzt ganz genauso machen, relativ wenig übel genommen wird. Weil meiner Ansicht nach die Leute eben von Ihnen was anderes erwarten, nämlich eben eher dieser Tritt ins Schienbein, dieser Tritt in den Arsch. Also wie den Leuten das verziehen wird, dass sie realpolitisch nichts zu bieten hat, ist jedenfalls sicher eine wichtige Frage. Aber ich glaube, dass es tendenziell weniger wichtig ist. Sie müssen ja auch sehen, den Affekt gegen Parteipolitiker, gegen Experten, ja, dass eben die Quereinsteiger sind, Laien, die dieses politische, windige Hintertreppengeschäft nicht kennen, das spricht erstmal für sie. Das betont ihre Authentizität, das ist eben der einfache Mann aus dem Volk, die einfache Frau aus dem Volk, die eben von den Experten tendenziell über den Tisch gezogen wird. Und da ist das gar nicht so unbedingt. Goebbels hat zum Beispiel eine Kampagne gegen den Young-Plan, da ging es um die Reduktion der Schulden für Deutschland. Er hat ganz offen zugegeben, er hat die Kampagne angeführt, dass er das nie gelesen hat, dass er nie den Young-Plan studiert hat, das muss man sich mal vorstellen. Nicht nur, dass er das nicht gelesen hat, sondern dass er das auch ganz offen zugegeben hat. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, mir fällt auf, dass eben die
mit der AfD insofern geschont wird, weil nicht, den Leuten nicht gesagt wird, wenn sie schon ein kurzes Gedächtnis haben, dass wir in allen Kriegen aktiv oder passiv dabei waren. Habe ich eindeutige Belege, inklusive den 11. September 2001. Weil da wusste die deutsche Regierung am zweiten Tag, dass es ein Schwindel ist mit dem Attentat. Denn Bush sagte laut einem amerikanischen Kongressabgeordneten, er hat keine Beweise, wer die Attentäter seien. Aber die Bildzeitung, jetzt muss am nächsten Tag von A bis Z. Also war alles erstunken da oben. Ja. Also Höcke spricht in seiner Rede nicht über den Nationalsozialismus, sondern er spricht, das heißt, er spricht schon über 45, nämlich er spricht ziemlich ausführlich mit viel Sentimentalität über Dresden. Also die Deutschen sind das Opfer, sie sind Opfer eines alliierten Kriegsverbrechens. Und dass sie selber Täter waren, das ist eben wirklich sehr wichtig auch. Das wird nicht abgeleugnet. Denkmal der Schande, das hat er ja bewusst so zweideutig formuliert. Es wird nicht abgeleugnet, aber es kommt in der Regel nicht vor und fällt damit sozusagen aus der Wahrnehmung heraus. Während die Nazis ja ganz aktiv gesagt haben, Dolchstoßlegende, wir haben kurz vor dem Sieg gestanden im Ersten Weltkrieg. Und dann hat eben die Heimat und die jüdischen Intellektuellen haben uns den Dolch des Defätismus und der Kapitulation ins Herz gestoßen und haben eben die zivilen Gesellschaft, haben die Kriegsbegeisterung und den Durchhaltewillen denen genommen. Das war aber deshalb möglich, weil die Dolchstoßlegende in der deutschen Gesellschaft damals überhaupt so verbreitet war. Ja, also es war gegangen darum, um diese Dauerprovokation und um dieses sich nicht einlassen aufs Argumentieren. Ich denke, man kann es eben im Netz natürlich ganz extrem beobachten, wie sich da die Spiralen von immer schärferen, immer hassvolleren Äußerungen bilden, diese sogenannten Echokammern. Aber Sie können diesen Stil eben auch bei dem Führungspersonal der AfD beobachten. Am virtuosesten macht es sicher Frauke Petry, die sich niemals auf die Ebene des Mitdiskutanten, des Fragers einlässt. Also sie hat gerade in der Zeit ein Interview mit Katrin Göring-Eckardt. Sie geht einfach nicht ein auf den anderen und wiederholt ihre Anschuldigung und so weiter. Ich habe das eben erst über dieses Strategiepapier verstanden, dass das wichtig ist. Wenn man akzeptiert den anderen, wenn man seine Frage aufnimmt, da gibt man ihm schon irgendwie recht. Er hat dann sozusagen immerhin, man hat ein gemeinsames Problemdefinition. Und wenn man aber eine Fundamentalopposition gegen das verrottete System, das total weg muss, wenn man die führen will, dann muss man sozusagen auch die Gesprächsangebote der anderen ablehnen. Aber natürlich nicht so, dass es nach außen sichtbar wird, sondern sie ist ja formal, ist sie natürlich immer bereit, ein Gespräch zu führen und da zu sein. Und was ich wichtig finde jetzt für uns, ist, was man dann im Netz beobachten kann, da finden Sie dann dringliche und immer aggressivere Aufrufe, gerade in Bezug auf Petry. Man müsste sie endlich stellen, man müsste sie konfrontieren, man müsste sie zwingen zu antworten. Und man sieht, dass diese Kampflogik, diese Verrohung, dieses man muss Zwang ausüben, man muss kämpfen gegeneinander, man muss sie niederdrücken und sie so lange fragen, bis sie endlich antwortet, dass das uns eben auch ergreift. Sagen die anderen lieber Petry? Nein, das sage ich über uns, also über die, was ich zitiert habe, sozusagen so verzweifelte Kommentare im Netz. Sie ist wieder davon gekommen. Sie hat wieder die Überhand gewonnen. Und jetzt muss man sie zwingen. Ja, genau. Dass wir uns die Themen aufzwingen lassen, weil wir das einfach nicht so stehen lassen können. Wenn was Höcke sagt, kann man nicht einfach stehen lassen. Aber vor allem lassen wir uns auch den Stil der Auseinandersetzung aufzwingen.
und eben ja. diese Kampflogik. Ja, jetzt nochmal zu dieser Frage der Inhalte. Da begeistert man sich wirklich für die Inhalte. Im Umgang mit der AfD und mit der NSDAP ist es auch immer so gewesen, dass man auf den Antisemitismus sich bezogen hat und jetzt eben auf die Muslimfeindschaft, dass man dann beweist, dass die Muslime doch gar nicht so kriminell sind oder dass es doch einen auch reformerischen Islam gibt oder so. Und auch bei der frühen NSDAP-Bewegung ist es eben hochinteressant, wie wenig und unwichtig, wie wenig sich die Leute auf das Programm bezogen haben, wie wenig die Inhalte, die für Hitler und die seine Mitchargen absolut zentral waren, seine ideologischen Überzeugungen, Ostexpansion und Antisemitismus, wie wenig die für die Gewinnung von Anhängern geeignet waren. Und Hans-Ulrich Wehler, der Historiker, sagt, man kann eigentlich sagen, dass das gesamte NSDAP-Parteiprogramm unwichtig war für die Mobilisierung der Anhänger. Zum Beispiel können Sie das sehen in Berichten über Anhänger, zum Beispiel bei Goebbels in seinem Bericht, neben seinem Roman Michael, wo er berichtet über eine Bekehrung zum Nationalsozialismus. Und das ist wirklich interessant, haben schon viele andere auch beobachtet. Es sind genau drei Wörter, mit denen er den Inhalt von Hitlers Rede wiedergibt. Er sagt, Ehre, Arbeit, Fahne, was höre ich? Das ganze Bericht über dieses Bekehrungserlebnis geht aber über mehrere Seiten. Und was ist der Rest seiner Schilderung? Der Rest ist die Schilderung der aufregenden Dynamik dieser Massenveranstaltung. Der Mobilisierungserfolg der Nazis begründet sich ganz stark über ihren Politikstil und insbesondere auf das Versprechen intensiven Erlebens. Martin Broschardt sagt, schon aus den frühen Anfängen der NSDAP ist bezeugt, dass Hitlerreden als eine Art Volksvergnügen genossen wurden, dem die Begeisterungswilligen schon vorher wie einem Sport, wie einer sportlichen Sensation entgegenfieberten. Hier war etwas los, hier wurde schonungslos abgerechnet. Es gibt so eine berühmte Sammlung von Berichten, wie ich Nationalsozialist wurde, 600 Berichte sind da verfasst worden. Und auch diese Berichte beschreiben wenig ideologische Treue dieser ganz frühen Anhänger, dieser sogenannten alten Kämpfer, und beschreibt ganz stark die Attraktivität des Miterlebens dieser pausenlosen, aggressiven Energien. Eine Frau sagt zum Beispiel, Enthusiasmus wurde freigesetzt, weil das politische Geschehen entbürokratisiert und zugleich heroisiert wurde, sich mit Gefühlen von Stärke, Leidenschaft, Entschlossenheit, Tatkraft und Stolz verband. Es war mir, als entzündete sich in mir ein Feuer für diese Bewegung. Und ich spürte, dass man den Nationalsozialismus nicht lernen, sondern erleben muss. Die Botschaften von Grandiosität, expansiver Macht, entschlossener Gewalttätigkeit, Geschlossenheit und Stärke der Gemeinschaft, die gewannen Glaubhaftigkeit, weil man sie miterleben konnte. Sie wurden real in den Massenkundgebungen, Aufmärschen, Parteitagen, Fahnenweihen, Schlägereien in den Totenkulten, in den Hitlerreden. Auf der Massenveranstaltung erlebe ich ganz direkt und physisch die Vervielfachung und Überhöhung meines Selbst. Wenn Sie die Höcke-Rede anschauen, können Sie das sehen, dass Höcke getragen wird und lebt von der Begeisterung im Saal. Und was ich vorhin sagte, das Desinteresse für die Inhalte, können Sie daran sehen, dass das Publikum klatscht
auch wenn er etwas sagt, er sagt zum Beispiel, von Weizsäcker hat diese berühmte Rede gehalten, alle klatschen. Also ganz wie verrückt klatschen sie. Und dann sagt er, es war eine Rede gegen das Volk. Also er wollte was Negatives über die Rede sagen. Aber dieses Mitgerissensein von der Begeisterung beinhaltet dann durchaus, dass die Inhalte im Einzelnen gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Wenn ich die Eroberung der Straße durch die SA miterlebe, sagt ein zeitgenössischer SA-Führer, da muss die Sache groß und wahr sein. Es ist ein gefühlsmäßiger Wahrheitsbeweis. Der stellt sich auch im Miterleben einer Hitlerrede her. Hitler spricht nicht nur von leidenschaftlichem Hass, er verkörpert ihn. Und seine Redeinhalte werden so verdoppelt und authentifiziert. Und die Zuhörer sind nicht nur passiv Rezipierende, durch Mitsingen, Klatschen, Zurufe, Parolen schreien und durch das physische Miterleben sind sie Mitgestaltende ihrer eigenen Mobilisierung. Eins zu eins versucht Höcke das in seinen Reden zu imitieren und in Dresden ist ihm das auch gelungen. Also deshalb empfehle ich Ihnen das sehr, sich diese Rede mal anzuschauen. Als Anhänger wird man Teil der Leidenschaft, Tatkraft, aggressiven Dynamik. Man entkommt dem Gefühl von zwangsweiser Passivität, depressiver Lähmung, das so viele in der Weimarer Zeit ergriffen hat. Ja, was kann eigentlich die Psychologie? Ach nein, ich möchte jetzt einfach nochmal eine Frage an Sie richten. Also in der Realität ist es ja so gewesen, dass diese ganzen Überhöhungen, diese Euphorisierung, dieses Manische, in der Realität der NS-Bewegung war das alles ganz anders. Die haben gesorgt dafür, dass die SA-Leute ein bisschen Geld kriegten, dass sie wohnen konnten. Es gab Versicherungen, für die NSDAP gegründet hat und so weiter. Also sie haben sehr auf der Ebene sehr wohl, nämlich ganz handfest für materielle Interessen gesorgt. In der Außendarstellung und in der Selbstwahrnehmung. Auch in dem gibt es ja eben dieses andere, also diese Kritik des Materialismus. Aber es gibt ja eben, das sagte ich vorhin schon, diese umstrittenen wirtschaftspolitischen Positionen. Und Höcke zum Beispiel gehört zu dem Teil der AfD, absolute Globalisierungskritik, absolute Kritik des Neoliberalismus, Forderungen nach Beseitigung der sozialen Ungleichheit und Stärkung des Sozialstaates. Sie wissen, dass es bei Trump auch der Fall ist, dass es bei Geert Wilders der Fall ist. Marine Le Pen geht ein bisschen auch in die Richtung. Ja, geht auch in die Richtung. Klingt hier wunderschön. Ja, und das ist eben für mich die Frage an Sie. Es ist für mich deshalb wichtig gewesen, ich habe meinen Text ja benannt Nationalpopulismus und nicht Rechtspopulismus, eben auch deshalb, weil man ja hier sagen kann, dass die Populisten ja klassische linke Themenfelder nicht nur besetzt haben, sondern wirklich gekapert haben. Und das hat mich interessiert, wie ist das für Sie als Globalisierungskritiker, wenn die klassischen linken Positionen von den Populisten vereinnahmt werden und die sich dann aber eben als nationalistische Visionäre darstellen. Also was hat die Psychologie bei diesem Thema Aufstieg des Rechtspopulismus zu suchen? Die damaligen kommunistischen Intellektuellen haben eben sehr gewarnt davor, dass man die intellektuelle Inferiorität, die Widersprüchlichkeit und Haltlosigkeit der Argumente, die Dummheit des Rassismus einfach nur karikiert und dass diese intellektuelle Desavouierung der Nazis nur zu einer gefährlichen Fehleinschätzung der emotionalen Wirkungsmächte führt, die die Anziehungskräfte ausmachen. Bloch hat eben gesagt, man unterschätze nicht den Gegner, sondern stelle fest, was so vielen eine psychische Gewalt ist und sie begeistert. Eine? Eine psychische Gewalt.
Denn ich denke, man muss ja die Frage beantworten, warum glauben die Menschen der NS-Propaganda? Und die Antwort von Adorno und anderen ist, Zitat Adorno, weil Sehnsüchte und Erwartungen, Ängste und Unruhen die Menschen für bestimmte Überzeugungen empfänglich und anderen gegenüber resistent machen. Also das geht jetzt über dieses Desinteresse für die Inhalte hinaus. Es ist schon die These, Inhalte sind nicht gleichgültig. Es ist so, dass die historische Situation, zum Beispiel in der Weimarer Republik, bestimmte Gefühle, Ängste nahelegt. Und dass die NS-Bewegung und auch die AfD heute auf diese zeittypischen Bedürfnisse Antworten verspricht. Sie versprach Lösungen auf Gefühle von Verunsicherung, Demütigung, Bedrohung, die durch die Krisen der Weimarer Zeit verstärkt worden sind. Und was ich in dem Buch, was jetzt rumging, herausgearbeitet habe, dass es eben nicht realpolitische Lösungen sind, sondern sozusagen Erlebnisangebote. Wenn ich der arische Herrenmensch bin, kann ich mich überlegen fühlen gegenüber jedem anderen Menschen auf der Welt. Es ist sozusagen ein Angebot, die Welt auf eine bestimmte Art und Weise zu erleben, in dem Fall zum Beispiel als absolut und immer Überlegener per Rasse. Und ich denke, dass dieses Angebot, warum ist mir, will ich mich überlegen fühlen, also ganz schlicht gesagt, und dieser schlichte Gedanke ist aber, finde ich, sehr wichtig, weil ich es nötig habe, weil ich mich eigentlich ohnmächtig unterlegen fühle. Und das können Sie alle Punkte der NS-Ideologie durchgehen. Ich lese die NS-Ideologie sozusagen als ein, und oder das AfD-Programm, als etwas, was mir Auskunft gibt über Probleme in unserer Gesellschaft oder in der damaligen Gesellschaft. Es könnte nicht erfolgreich sein, wenn sie nicht so zentrale Themen der Menschen aufnehmen würden. Und für die NS-Bewegung gilt, dass sie zum Beispiel das Verlangen nach Sicherheit, Ordnung, hierarchischer Struktur, nach symbiotischer Geborgenheit und aber auch gleichzeitig die Sehnsüchte nach schrankenloser Macht, nach Grenzüberschreitung, gewaltsamer Expansion, Ekstase, Rausch aufnehmen. Und dass dieses Angebot, was die NS-Bewegung gemacht hat, all das sei gleichzeitig möglich, die Attraktion der NS-Bewegung verstärkt hat. Also meine These ist, dass man sich nicht konzentrieren sollte nur auf die eine Seite, das, was ich finde in der Antisemitismus-Diskussion dann immer so getan wird, was diese Ausgrenzungsseite, Ordnungsseite, Hierarchieseite ist, sondern es gab ja eben auch das Fest, die NS-Festkultur, das Rauschhafte, die kriegerische Expansion, die Gewaltfaszination, Grenzenlosigkeit. Also dass es auf der einen Seite Grenzen gesucht wurden und auf der anderen Seite Grenzüberschreitung gesucht wurde. Das sind zentrale psychische Bedürfnisse, die da eben hochkommen. Es sind regressive Bedürfnisse. Also Freud hat 1915 zu Beginn des Ersten Weltkrieges einen Text geschrieben, den ich ganz großartig finde. Er heißt Zeitgemäßes über Krieg und Tod. Und Freud sagt, es ist eine unglaubliche Enttäuschung, die er empfindet, wie schnell und restlos die zivilisatorischen Werte zusammengebrochen sind. Wie das möglich ist, dass kurz nach Kriegsbeginn Lüge und Betrug, Nationalismus, Feindschaft, Schwarz-Weiß-Denken, dem Gegner den Tod wünschen, die Menschen ergriffen haben. Wie kann das sein? Und er verweist dann eben darauf, dass wir alle diese Bedürfnisse haben. Das kann ich Ihnen jetzt nur einfach als Therapeutin sagen. Er sagt in unserem Innern, Sie kennen es vielleicht aus Ehestreits zum Beispiel, dass
wenn der Partner nicht funktioniert, genauso wie wir uns das vorstellen, dass wir dann wirklich bis hin zu mörderischen Impulsen haben. Also zum Beispiel dieses symbiotische Bedürfnis, man soll ganz genau gleich funktionieren, dass wir dann den anderen sehr leicht zum Feind machen, in der Krise, dann, wenn wir angegriffen werden, wenn eine existenzielle Bedrohung da ist, dann gehen wir auf diese, auf diesen Freund-Feind-Mechanismus, auf Hass, auf unmittelbare affektive Äußerungen, auf dieses alles zurück. Es gibt kein Zögern, keine Zweifel, keine Selbstinfragestellung mehr. Und ich denke, man kann die NS-Bewegung und auch diese nationalpopulistischen Bewegungen so verstehen, dass sie diese Bedürfnisse politisieren. Es ist ja eben eine Welt von Schwarz-Weiß, von Freund-Feind. Es ist eine Verweigerung dessen, was unsere Gesellschaft ja so im Übermaß mit sich bringt, nämlich einer totalen Verunsicherung, Ungewissheit über unsere Zukunft, über wo überhaupt ja, die Verursacher auszumachen sind. Wir wissen jetzt, wenn Trump irgendwas entscheidet in Amerika, kann das Auswirkungen auf unser ganz persönliches Leben haben. Das ist jetzt kein gutes Beispiel, weil dann haben wir vielleicht noch Trump als Feind, aber internationale Konzerne, das ist nicht mehr möglich, dass wir irgendwelche Feinde ausmachen. Und ich glaube, dass die NS-Bewegung, die ja in einer Zeit totaler Umbrüche und Ungewissheiten, alle Pfeiler schwankten, sagt Ernst von Salomon über diese Zeit, dass da diese regressiven Bedürfnisse nach so einer Freund-Feind-Aufspaltung und so weiter, dass die von eben aufgenommen und politisiert wurden und dass eben behauptet wird, das ist alles wieder möglich. Diese Ungewissheiten, Ambivalenzen, die fluide Moderne, wie Sigmund Baumann sagt, dass alles fließt und alles flexibel und nicht mehr haftbar ist, alles nicht wahr, sondern wenn wir nur unsere Feinde besiegen, und das sind die Eliten, die alles falsch machen, dann kommt eben Deutschland strahlend wieder hervor. Und dieses böse, schmutzige, faule, gierige, sexbesessene, was wir natürlich alle in uns tragen, das ist nicht in uns, sondern das haben die. Also das ist der Mechanismus der Projektion. Also man schmeißt alles aus sich heraus und ordnet es einem Feind zu, damit ist man selber der saubere und absolut anständige. Ich will einfach jetzt alle Punkte weglassen, wo ich das noch weiter ausgeführt habe, weil mir ein Punkt noch so wichtig ist, nämlich die, wo es um Schuld- und Opferstilisierung geht. Also wenn wir an die NSDAP denken und jetzt an den Triumphalismus der AfD, dieser Aufwind, dann übersehen wir, glaube ich, leicht, wie stark diese Bewegungen sich selber als Opfer verstehen und an dieser Opferdefinition auch festhalten. Also die jüdische Weltverschwörung, die ist deshalb notwendig, um das arme Deutschland oder wie Herr Höcke sagt, unser liebes Deutschland in dieser Position des Angegriffenen zu sehen. Der Nazi und auch der AfDler ist immer der, der sich mit verzweifelter letzter Kraft wehrt gegen eine riesige Übermacht, sozusagen an der Wand steht. Und warum ist das so, also wo das doch gleichzeitig eine absolute Machtideologie ist? Warum ist das so wichtig? Das ist eben wichtig, weil diese Opfer-Selbstdefinition, also Goebbels sagt zum Beispiel, die NS-Bewegung war ein einziger Opfergeist, ein einziges Martyrium
also wieder diese religiös konnotierten Begriffe. Horst Wessel ist ja eben auch ein Märtyrer der Bewegung. Warum ist es so wichtig, an dieser Opfer-Selbstdefinition festzuhalten? Weil man darüber die eigene destruktive Aggressivität rechtfertigen kann, als moralisch berechtigte Gegenwehr. Und deshalb ist es, also wenn Sie, und in Deutschland, denke ich, hat es nach 1945 nochmal eine besondere Bedeutung, die Schuld abzuwehren. Die Schuldabwehr war schon bei den Nazis ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Zurücknahme der Kriegsschuldlüge, so hieß das, dass Deutschland schuld gewesen sein soll im Ersten Weltkrieg, war ein absolut wichtiges Thema der Nazis. Und der Schuldzirkus ist jetzt für die AfD ja eben auch ein zentrales Thema. Wir haben keine Schuld, wir sind Opfer. Wir sind die Opfer der kriegsverbrecherischen Angriffe auf Dresden, die man mit Hiroshima und Nagasaki gleichsetzen muss, sagt er in dieser Rede. Ja. Und wir sind verraten worden von Angela Merkel und den anderen. Wir sind eben dieses einfache, arme, kleine, unschuldige Volk, das eben aber sich wehren wird gegen diese Angriffe. Und das bedeutet eben, und ich finde, dass man das beobachten kann, dass es subjektiv ganz gut klappt, dass die sich nicht schuldig fühlen. Man denkt immer, fremdenfeindliche Gewalttaten in Clausnitz, dass sie da weinende Kinder angehen, dass sie wirklich Menschen, dass sie zu Gewalt aufrufen und sich daran beteiligen. Da müsste ihnen irgendwie sowas wie, das tut man nicht, doch mal wenigstens kommen. Und die Opferkonstruktion ermöglicht das eben, ein gutes Gewissen zu behalten. Ein Psychoanalytiker hat über die Nazis gesagt, das findet er das Zentrale an der Attraktion der NS-Ideologie, dass sie ermöglicht hat, die schrecklichsten Gewalttaten zu begehen. Und dabei das allerbeste Gewissen zu haben. Und Sie können vielleicht die berüchtigte Rede von Himmler mit dem anständig geblieben sein. Wir sind anständig geblieben, wenn 100, 10.000 und so weiter Leichen vor uns lagen. Das miterlebt zu haben und anständig geblieben zu sein, ist ein nicht zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte. Ja. Und ich glaube, dass das eben in das Subjektive, dass das ganz gut klappt und dass das aber gleichzeitig, wenn man das glauben will, sozusagen, erfordert, dass man eben alles wegschieben muss, dass man nichts an sich rankommen lassen darf. Sie müssen ja zum Beispiel sehen, dass... ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel nach dem Anschlag in Berlin hat es keine 10 Minuten gedauert und da stand im Internet, Merkel, du hast Blut an deinen Fingern. Einfach kein Wort über die Opfer, kein Mitgefühl für die das miterlebt haben, sondern eben sofort die Schuldzuweisung nach außen. Und in einer höchsten Aggressivität. Und wenn Sie das sehen, es ist nicht so, dass am Anfang war es noch so, dass es eben hieß, ja, es gibt eben Wirtschaftsflüchtlinge und es gibt eben auch Flüchtlinge, die sich hier, die eben wirklich was Schlimmes erlebt haben und die wollen wir natürlich aufnehmen. Schnee von gestern. Also inzwischen gibt es ja eben, der Muslim taucht ja eben nur noch als Sexualstraftäter auf. Und die deutsche Frau muss eben gegen ihn verteidigt werden. Mir ist dieser Gedanke halt wichtig, zu sehen, dass die eben sehr wohl Probleme aufgreifen, die zentrale Probleme unserer Gesellschaft darstellen.
Weil man ja zum Beispiel immer sagt, was habt ihr da mit den Fremden? Ja? In Sachsen 0,5% der Bevölkerung sind überhaupt Ausländer und ihr konzentriert euch auf diesen Fremdenhass, das ist doch absurd. Nicht? Und psychologisch gesehen ist es eben klar, dass es eigentlich nicht wirklich um die Muslime geht, sondern um das Problem, um viele Probleme, aber um das Problem zum Beispiel mit dieser Verunsicherung und dass eben alles wackelt in unserer Welt umzugehen. Also zum Beispiel haben viele von den Ostlern auch gesagt, sie haben genug an Veränderung ertragen müssen mit der Wende. Alles ist anders geworden. Joachim Marz hat darauf hingewiesen, dass zum Beispiel alle lebensbewältigenden Anpassungsmechanismen, die man in der DDR gebrauchen konnte, wo man damit gut durchgekommen ist, dass die alle entwertet waren. Das ist nicht nur, dass man keine Arbeit mehr hatte oder so, sondern es geht ganz tief in die eigene Identität rein. Wie man sich da durchgewurschtelt hat, das passt nicht zu so einem Ellbogen-System wie im Westen. Und dass da eben dann die Angst vor diesem ständigen Wandel und sich immer neu anpassen müssen, eine Rolle spielt bei der Fremdenfeindlichkeit. Also das ist natürlich jetzt eine ganz verkürzte Erklärung. Aber ich denke, das, was man Unlesbarkeit der Welt nennt, haben Sie vielleicht schon mal gehört, diesen Ausdruck, dass man sozusagen darauf angewiesen ist, eigentlich für die Welt, in der man lebt, so eine sinnvolle Geschichte erzählen zu können. Also zum Beispiel, ich strenge mich an, ich bringe Leistung, dann kriege ich auch einen Job und werde anständig bezahlt und dann finde ich auch irgendwann einen Partner und kriege Kinder und so. Also die Vorstellung so eines normalen Lebenslaufes. All das ist ja nicht mehr gegeben heute. Die berufliche Qualifikation wird entwertet. Die Partnerwahl ist total individualisiert. Ich bin darauf angewiesen, dass sich alle Entscheidungen, eben die Individualisierung der Gesellschaft stellt ja unglaubliche Anforderungen an uns, uns ständig zu entscheiden. Und eine der vielen Ungerechtigkeiten neben den sozialen Ungerechtigkeiten ist die, dass die besseren Schichten die Ressourcen haben, mit dieser erforderlichen Flexibilität umgehen zu können. Also wir sind nicht nur finanziell besser gestellt als die ärmeren Schichten, sondern wir haben gelernt, wie man mit Leuten redet, wie man viele Freunde gewinnt, wie man um Hilfe bittet und wie man Smalltalk macht im Betrieb und so weiter. Das heißt, auch all dieses das sind, glaube ich, unglaubliche Herausforderungen, dass wir uns das alles selber schaffen sollen. Und da bieten die Rechten natürlich in dem rückwärtsgewandten Teil ihrer Ideologie eine Lösung dafür an. Also wir kehren zurück zu dem alten Deutschland, als Deutschland noch deutsche Wertarbeit noch was hieß. Wir kehren zurück zu alten Hierarchiemodellen zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen. Wir bilden Feindbilder und Freundbilder. Die Volksgemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Homogenität. Die Interessengegensätze sind ja den Menschen nur durch die bösen Eliten aufgeschwatzt worden. Die deutsche Volksgemeinschaft an sich ist eben eine harmonische Gemeinschaft. Die sagen ja auch immer die Rechten, wir. Ja, wir sind das Volk, aber wir sind eben auch eine homogene Gruppe, die alle dieselben Interessen haben, was natürlich eine vollkommene Absurdität ist. Also es gibt keine Interessen, keine Fiktion, keine Vorstellung, wie man denn Interessenauseinandersetzung machen könnte.
Und diese, das hat Hitler schon ganz klar gesagt, wie stellt man die Kohäsion der Volksgemeinschaft her? Nur durch die Konzentration auf einen Feind. Also er sagt, wie ist das entstanden in den Schützengräben, die verschiedenen Schichten und Fähigkeiten, Religionszugehörigkeiten, die Frontgemeinschaft der Schützengraben ist eben natürlich nur entstanden dadurch, dass wir einen gemeinsamen Feind hatten und dadurch nicht mehr voneinander getrennt waren, sondern eine Gemeinschaft waren. Und das ist ja diese heutige Vorstellung auch. Und man konnte am Anfang der Pegida-Bewegung sehen, das war sehr interessant, dass da ganz viele verschiedene Feinde noch genannt wurden. Die waren sozusagen, jeder hatte so seine Privatfeinde aus seinem persönlichen Schicksal rausgeholt. Ja? Also gegen die Vermieter oder gegen die Ausländer an sich oder eben auch gegen die Muslime. Aber Hitler hat das eben sehr richtig gesagt, man muss sich auf einen Feind konzentrieren. Sonst zerspaltet sich die Bewegung. Es ist ein ganz wesentlicher Mechanismus, dass eben dadurch dann die Muslime zu den Feinden ernannt worden sind. Die NS-Bewegung hat ja eben diese geniale Konstruktion gemacht, dass sie sowohl die Kapitalisten, also die jüdischen Banker, wie eben auch die Kommunisten in dem Bild des Juden vereinigt haben. Also sie hatten eigentlich sehr unterschiedliche Feinde, aber in der Konstruktion des Juden haben sie diese Feinde zusammengenommen. Das höre ich mal wirklich auf. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist ja viel komplizierter als das, was wir bis jetzt haben, eigentlich an Argumentationen, um eine andere Welt zu haben. Also wie geht man da ran? Das heißt, da muss man ja psychologische Arbeit machen. Also okay, haben Sie Lösungen? Wie meinen Sie rangehen? Meinen Sie, die Leute irgendwie zur Vernunft zu bringen oder zum Nachdenken zu bringen? Oder diesen Bewegungen entgegenzuwirken natürlich. Naja. Das ist doch unser Ziel. Naja, es geht ja eigentlich um den Zustand, nicht um die Bewegung. Also ich beziehe mich auf den Soziologen Andreas Kemper. Einfach mal notieren und vielleicht bei YouTube mal schauen. Andreas Kemper, wie man spricht. Der hat sich mit dem Herrn Höcke sehr intensiv beschäftigt und hat also herausgefunden, dass er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit unter dem Pseudonym Landolf Ladig NS-ähnliche Thesen geäußert hat. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, er ist auch als Ideendieb tätig, denn er redet tatsächlich von der Postwachstumsgesellschaft. Er sagt auch, dass der gegenwärtige Kapitalismus in 50 Jahren spätestens, also die Plünderung des Planeten und so weiter, das nimmt ja auch alles als Tatsachenbeschreibung. Die Frage ist halt nur, was bietet er als Lösung an? Und da kritisiert er zwar auf der einen Seite den Kapitalismus, aber seine Lösungen sind nicht in unserem Sinne Kapitalismus überwindend. Das ist aber jetzt eine andere Frage. Also er geht klauen, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, was die rechte Bewegung jetzt macht, ist eben das richtig dargestellt. Also die Deutschen als Opfer von der Flüchtlingsinvasion, vom Volkstod. Ja, es kommen immer mehr Leute, aber der Volkstod droht dem deutschen Volk nämlich. Wir werden ausgetauscht als Volk und so weiter. Das heißt, ihre Geschichte ist halt, sie wollen die Grenzen zu, keine neuen Ausländer rein. Ja, das ist die eine Sache. Und gut, ich glaube, es reicht erstmal als Stichworte sozusagen, um, ja, meine Frage, ob ich das jetzt so richtig interpretiere oder wie Ihre Meinung dazu ist. Also meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie die von Christiane. Zunächst einmal eine Feststellung. Ich denke, dass wir mit AfD, einfachen AfD-Anhängern reden sollten.
das wäre auch Ihre Meinung vielleicht wichtig, was Sie dazu meinen. Also ich, um das noch ein bisschen klarer zu machen, ich möchte nicht reden eigentlich mit den Hetzern, also mit den Funktionären oder mit, also da finde ich eine Auseinandersetzung nicht sinnvoll eigentlich, aber mit den normalen Pegida- oder AfD-Anhängern oder so, finde ich als Attac oder auch als sonstiger Friedensbewegter oder so, Linker, sollten wir, denke ich, reden. Und da ist jetzt meine Frage an Sie, ich habe viel gelernt jetzt schon, aber trotzdem so ganz konkret, wie würden Sie das anstellen? Also wie, Sie, Christiane meinte, wir müssten da schon halbe Psychologen sein, aber das sind wir dann natürlich alle nicht. Haben Sie da ein paar konkretere Ratschläge sozusagen für die Auseinandersetzung von gestandenen Linken und so weiter und auch mit Lebenserfahrung und so durchaus, also da, ich habe da kein Problem, auch mit Leuten zu reden, aber ein paar Tipps sozusagen. Also ich fange mal mit Ihrem an, mit dem Ideenklau von Jörn Höcke. Und dass er für die NPD gearbeitet hat. Also ich glaube, dass in Fake News-Zeiten wir wirklich weit jenseits von solchen Vorwürfen sind, dass die von Interesse sein können. Also Trump hat ja zum Beispiel, als das aufgedeckt wurde, dass Melania von Michelle Obama ihre Rede übernommen hatte, hat er das ja sofort eingebaut und kein Problem. Björn Höcke hat das abgestritten natürlich, dass er bei der, für die NPD geschrieben hat. Es geht aber schon bei Hitler war das so, es geht um die Darstellung von Authentizität, von Wahrhaftigkeit. Also man soll... Man muss sich so darstellen, dass man, dass einem geglaubt wird. Und wenn Sie sagen Ideenklau und so weiter, dann ist es ja, dann müssen Sie Leute dafür interessieren, dass das irgendwas Schlimmes ist, dass er Ideen geklaut hat. Das Zweite ist, dass ich auch überhaupt nicht glaube, dass die Konzentration auf die persönlichen Motive der Hetzer oder der Führer so wichtig ist. Mich interessiert, und ich finde, das sollte Sie für die Frage, wenn man mit denen reden will, wenn man mit denen in Kontakt kommen will, deshalb finde ich, dass die Konzentration darauf ist, was beschäftigt die Anhänger. Wo, an welchen Punkten werden die erreicht, werden die abgeholt und da ist es ganz egal, ob der Typ da oben denen eine Lüge erzählt oder sonst irgendwas. Wenn sie es glauben, warum glauben sie es? Was beschäftigt die Leute? Und ich habe überhaupt keine gute Antwort auf Ihre Frage. Immerhin komme ich ja aus einem Berufsstand, wo die Leute freiwillig hinkommen und reden wollen und das ist eine sehr privilegierte Position. Also wir sind es nicht gewöhnt, dass wir mit jemandem reden müssen, der nicht mit einem erstmal reden will. Aber ich glaube, dass eine Möglichkeit schon wirklich die ist, dass man eben von der moralischen Empörungsschiene unbedingt wegkommt. Und zum Beispiel nicht zu den Leuten sagt, das ist doch braune Kacke, sondern fragt, was fandest du da gut? Und auf diese andere Ebene, die ich jetzt nicht mehr so ausführen könnte, nämlich, dass wir gemeinsame Probleme zu bewältigen haben. Also für mich zum Beispiel ganz persönlich, ich komme aus einem winzig kleinen Dorf, ich bin in der evangelikalen Sekte groß geworden. Ich habe ganz große Schwierigkeiten mit Fremdheit. Ich weiß, ich sollte, aber ich habe Vorurteile. Ich glaube im Übrigen, dass alle Menschen ganz viele Vorurteile haben. Und das fand ich an der Debatte so unglaublich
blöd, wie sie gelaufen ist in Deutschland über die Fremden, über die Flüchtlingsfrage, dass sie so polarisiert gelaufen ist, als ob es selbstverständlich wäre, die Willkommenskultur, als ob die Toleranz selbstverständlich, man muss es erwarten. Nein, also erstmal denke ich, wäre es viel sinnvoller und auch unglaublich entlastend, man würde über die eigenen Schwierigkeiten reden. Also zum Beispiel war neulich mal so ein Artikel in der Süddeutschen, wo eine Frau unter ganz großen Schwierigkeiten geschrieben hat, was sie für enorme Mühe hatte zu verarbeiten, dass die Flüchtlingsfrau, die sie betreut hat, so unzuverlässig, undankbar und unterwürfig ihrem Mann gegenüber, dass sie belogen hat und so weiter. Und da schreibt sie dann wahrhaftig, wie lange sie sich überlegt hat, ob sie das schreiben darf. Das Großartige ist doch, dass sie weitergemacht hat, dass sie da irgendwie mit fertig geworden ist. Und deshalb meine ich, dass diese Abwertung, dass davon wegzukommen, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, mit so einfachen Anhängern zu sprechen, sondern die eben zu sagen, ja, also bei mir ist auch nicht alles Gold. Mal habe ich neulich gelesen, dass die Leipziger als ganze Stadt von oben runter, von der Verwaltung, vom Bürgermeister her, sehr stolz darauf sind, dass sie die Legida-Bewegung zurückgedrängt haben, dass die sehr geschrumpft ist durch ganz viele positive Initiativen. Frage an die ganze Runde, wer weiß mehr darüber, die haben das Leipzig geschafft. Ich weiß ja, in München ist das ja auch ziemlich gut. Okay, dann würde ich mich einfach interessieren, durch welche Initiativen ja. Oder durch welchen Umgang mit den sogenannten Rechten haben es die Leipziger oder vielleicht auch wir in München ganz gut hingekriegt. Wobei ich mir jetzt in München nicht so sicher bin. Weil München mit 1,4 Millionen, da kann so viel sein, was wir nicht kennen. Mhm. Vieles macht wohl unter der Decke noch sein. Die zweite Frage, was motiviert wurde, die Leute, die sich der Willkommenskultur so hingegeben haben, sage ich jetzt einmal, so spontan. Ich habe Leute in meinem eigenen bekannten Freundeskreis, aber da blicke ich auch nicht so rein. Was hat die denn dazu gebracht, sich plötzlich der Flüchtlinge anzunehmen? In einem ganz konkreten Fall, eine Frau betreut jetzt eine Afrikanerin mit kleinen Kindern. Ziemlich apolitisch ist, so wie ich das bisher erlebt habe. Oder eine Lehrerin in Rente. Hier, also das Deutsch gibt die ist auch vorher als apolitisch. Die Kinder lernen wenig in der Schule über ihre Gefühle, zum Beispiel. Und sind auch, also in normalen Schulen, sag ich mal, es gibt auch wieder andere, auch kaum kreativ tätig. Also sie setzen sich ein, hören, was der Lehrer sagt, und das müssen sie mehr oder weniger glauben. Und das Zweite bezieht sich ein bisschen auf Leipzig, also Leipzig weiß ich nicht, aber ich habe mal eine Geschichte, die wollte ich mal zum letzten geben, von Risa gehört. Da ist mitten in der Stadt bis vor kurzem noch eine NPD-Zentrale gewesen, was sie sehr gestört hat. Haben die versucht auszuklagen, hat alles nichts geholfen. Und dann haben die sich parteiübergreifend hingesetzt, haben die Bürgermeisterin. Und da hatte die Oberbürgermeisterin eine gute Idee und hat gesagt, die Mannheimer Straße tun wir jetzt umbenennen in geschlossener Scholl-Straße. Sehr kreativ. Wie, da sind die weggezogen oder was? Echt? Ja, ich möchte ganz gerne den Blick auf einen Punkt werfen, der nicht so deutlich herausgearbeitet worden ist. Ich meine, dass die Rolle des Individuums, also Person, bei solchen Leuten ganz unterentwickelt ist. Es scheint mir, als seien sie sozusagen, als leben sie im Bewusstsein nicht mehr Herr ihres Lebens zu sein. Und deswegen flüchten sie sich in Ideen, dass es etwas Höheres, etwas Wichtigeres gibt, in dem sie bestens aufgehoben wären, nämlich der Staat, die Fahne, die Kultur, der deutsche Geist, die deutsche Gesundheit und all diese Dinge sind alles Dinge, sind alles Abstraktas, haben aber nicht sehr viel zu tun mit dem jeweils politischen Individuum. Und das gilt, um dafür ein Verständnis zu haben, dass man eigentlich etwas preisgibt, wenn man sich anschließt. Also dass man, wie Erich Fromm das ja 1947 in seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit ja versucht hat,
einzufassen, die Angst vor der Eigenständigkeit, vor der eigenen Freiheit, ich sage mal vielleicht auch eher mal weg von Gewissheiten. Aber im Prinzip lebt natürlich die Staat und auch das Rechtssystem von dem Schutz des Individuums und definiert darin die Rolle des Staates. Und im Endeffekt sehen wir das Versagen, dass das Individuum sich selbst nicht einmal ernst nimmt. Okay. Wow. Also ich glaube, da kann ich Sie nicht zufriedenstellen, weil das ist einfach, Sie machen so unglaubliche Horizonte auf und fragen auch zum Teil natürlich nach Sachen, die, mit denen ich mich nicht so gut auskenne. Also Sie haben gesagt, nicht satt sein und Zustand des Mangels. Und dann haben Sie am Schluss gesagt, man müsste den Denkhorizont öffnen. Und das sage ich auch zu anderen, weil dem kam es auch vor, dieses man müsste, man sollte. Also das ist eben für mich der Weg in, ich weiß nicht, Sabina, das ist wirklich der Weg in die Sackgasse. Denn das ist wie die Silvestervorsätze. Man müsste, man sollte, aber man viel wichtiger scheint mir, und da gehe ich natürlich jetzt wieder von mir als Psychotherapeutin aus, zu schauen, was ist im Weg, dass ich den Horizont nicht öffnen kann. Wenn ich das so einfach könnte, dann würde ich das doch machen. Das gilt auch für Sie. Man muss doch, wenn die Leute nicht spüren, dass sie etwas aufgeben an persönlicher Freiheit, wenn sie sich da unterordnen, sondern das Gemeinschaftserleben ihnen wichtiger ist, dann finde ich, muss man fragen, warum nicht? Was lässt ihnen das wichtiger sein? Und Erich Fromm sagt es ja, die Freiheit ist eine Bedrohung. Es ist ja nicht nur was Positives. Abgesehen davon ist mir das noch ein wichtiger Punkt. Ich wollte noch mal sagen, eines der Nazi-Sprüche heißt, du bist nichts, dein Volk ist alles. Und der Nationalsozialismus behauptet, das Individuum sei ganz unwichtig. Psychologisch gesehen stimmt es aber überhaupt nicht. Der Nationalsozialismus oder der Rechtspopulismus bieten ja dem Einzelnen diese Heldenrollen an. Es bietet dem Individuum sehr wohl Möglichkeiten, sich toll zu fühlen, großartig zu fühlen, sich auch da auszuzeichnen und in der Bewegung was zu sein. Zu diesem also wenn es um Leipzig geht und wie man dagegen vorgehen kann. Ein Punkt, den ich auch nicht ausführen konnte, ist der Umgang mit Niederlagen. Also es ist schon so, ich glaube, dass dieses Gefühl, unbedingt gesehen werden zu wollen, gehört zu werden, ganz, ganz wichtig ist. Also die haben ja dieses Gefühl, sie sind gedemütigt, die Schande von Versailles und so weiter. Das heißt, dass sie brauchen einen Scheinwerfer auf sich. Und der Entzug von öffentlicher Aufmerksamkeit ist absolut etwas, was ihnen den Atemraum entzieht. Deshalb, das ist ja viel diskutiert worden, aber ich finde das völlig eindeutig, dass die deutsche Medienlandschaft die AfD groß gemacht hat. Wenn sie das nicht gemacht hätten, denen diese Bühne zu bieten und dann auch noch immer diese Situation natürlich, wo die gewonnen haben, ja, weil man eben im Diskurs mit denen auch praktisch gar nicht gewinnen kann. Also man hat ihnen triumphale Gefühle bereitet und alles, was man tut, um solchen Bewegungen die Resonanz zu entziehen, ist was Positives. Also das kann man auch am Aufstieg der NS-Bewegung sehen, dass da durchaus die Verbote, Versammlungsverbote und so, natürlich eine kleine Truppe nicht davon abgehalten haben, das weiterzukämpfen. Aber für den großen Teil der Anhängerschaft, der Mensch fühlt sich gerne im Einverständnis mit der Mehrheit. Und das ist im Übrigen auch das Problem der riesigen Erfolge.
wenn Sie im Internet gucken, dann stehen Sie, dann sehen Sie, dass dort steht, wir haben doch eigentlich die Mehrheit. Im Internet haben Sie ja auch die Mehrheit. Und bald werden wir sie eben auch außen haben. Goebbels ist einer der Texte, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, vom Kaiserhof zur Reichskanzlei über 32 bis zur Machtergreifung 33, Machtübergabe, beschreibt dort, wie die SA fast zerbricht unter der Nichtregierungsbeteiligung, unter dem Nichtsieg. Und dass sie das nicht aushalten können, permanente Niederlagen, eben genau deshalb, weil es so viel um narzisstische Bestätigung geht. Und deshalb war das jetzt eben, es ist auch genau der Grund, warum er das mit Trump so viel Angst macht, weil es ja das Selbstbewusstsein der Rechtspopulisten in Europa also unglaublich angeheizt hat. Und